Der Libero Heribert Weber, der wechseln möchte, man hört, Vöxt Linz ist im Gespräch. Die Austria, der erste, musste aber mit dem letzten Aufgebot spielen. Milewski war der zweite Stürmer neben Hasenhüttl. Vor 4.500 Zuschauern gelingt der Wiener Austria, die ja ohne Pleva Prosenik, dazu ohne den beiden Sowjetrussen Ivanauskas und Nabekovas und auch ohne Eigner und Schneider antreten muss, ein Auftakt, wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Peter Stöger mit Flögel, Czak und dem jungen Letocha im Mittelfeld, sehr sicher am Ball hier für Milewski. Rückpass von Wilfurt, Marcinko kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen und Milewski ist da und in der dritten Minute führt die Wiener Austria bereits 1:0. Hier noch einmal die Vorarbeit, Stöger, Milewski, Wilfurt und Milewski spitzelt den Ball ins Tor. Das Spiel der Wiener Austria wird von diesem Augenblick an sehr kontrolliert geführt, nur vereinzelte Gegenstöße wie hier durch Scheiber bei Casino Austria und gerettet von Libero Sekelioglu. Das ist Pfeffer, der gemeinsam mit Frind Mantecker spielt auf die beiden deutschen Bierhoff bzw. Balzis. Noch immer Pfeffer. Einer der wenigen Vorstöße des Verteidigers. Und Milewski kommt hier zu spät. Dann spürt man aber immer mehr, dass die Wiener Austria dieses 1:0 halten will. Die Angriffsaktionen sind nur mit sehr wenig Risiko vorgetragen. Bei vielen Spielern hat man auch den Eindruck, dass sie Angst vor dem Ball und damit vor der Verantwortung haben. Und so sieht man Spielszenen wie hier, wo der Ball einfach im Mittelfeld hin und her geschoben wird. Hörmann, sehr beweglich, sehr fleißig. Hasenhüttl, der sich immer wieder durch viel Laufarbeit auch freien Raum zu schaffen versucht, gegen Pinwinkler, seinen Bewacher, und genau auf Torhüter Marcinko. Balzis. Letocha. Milewski. Stöger, die beiden technisch gut veranlagten Spieler setzen sich hier gut durch. Herrlicher Pass auf Czak. Und nach dieser schönen Kombination verschießt der Kapitän der Wiener Austria nur ganz knapp. Dann muss Bierhoff wegen einer Bauchmuskelzerrung vom Feld. In der 37. Minute kommt statt ihm Fellner. Freistoß dann für Casino Salzburg. Gassner. Leiner. Scheiber wäre frei. Hebt den Ball über Wohlfahrt, aber hier offside gegeben von Schiedsrichter Rudolf Finzinger, der diese Partie im Griff hat. Das ist Scheiber, der nicht Libero spielt, wie ursprünglich angenommen, Libero bei den Salzburgern in Abwesenheit von Heribert Weber, Kurt Garger. Wieder Milewski. Gegen Fürsthaler, seinen Schatten. Hörmann. Der aufgerückte Sekelioglu. Wieder Milewski. Und Eckball für die Wiener Austria. Wie gesagt, nicht sehr viel Nachdruck in den Aktionen aus dem Mittelfeld. Das ärgert natürlich auch Hasenhüttl. Und hier Eckball von Peter Stöger. Abschlag von Fürsthaler. Balzis. Sekelioglu ist hier ausgerutscht. Kommt der Möglichkeit. Eine der wenigen in der ersten Spielhälfte für die Salzburger. Noch immer Balzis. Es bleibt beim 1:0 für die Wiener Austria nach 45 Minuten. Die gute Laune beim Austria-Anhang bleibt aber bestehen. Die Mannschaft hat das Spiel relativ im Griff, aber das erlösende 2:0 will nicht fallen. Wieder Peter Stöger. Beim dritten Mal wird er durch Foul gestoppt, aber Schiedsrichter Finzinger gibt noch immer keine gelbe Karte. Hier entschuldigt sich Pinwinkler, Freistoß jetzt. Stöger für Czak. Zu Flögel. Die Angriffe der Wiener Austria ohne viel Nachdruck. Man spürt förmlich die Angst vor einem Verlusttor. Sehr nachdenklich auch Salzburg-Trainer Kurt Wiebach, der erst Mittwoch entscheiden wird, ob er den Managerposten bei den Salzburgern annehmen wird oder nicht. Leiner, weiter Pass auf Balzis. Kommt diesmal am Pfeffer vorbei. Spielt in den freien Raum, aber wieder ist niemand da. Das Niveau des Spiels, man sieht es an diesen Szenen, nicht sehr hoch. Leiner, überhastet geschossen, keine Gefahr für den sehr sicheren Franz Wohlfahrt.
auch viele technische Fehler bei der Ballannahme. Hier war ein guter Pass wieder auf Peter Stöger, der immer wieder aus der Tiefe in den freien Raum nach vorsprintet. Und Eckball für die Wiener Austria. Stöger gegen Fürsthaler. Gute Flanke und Kopfball von Frink. Das erlösende 2:0 aus der Sicht der Wiener Austria erlösend will einfach nicht fallen. Und so muss man bis in die Schlussminuten zittern, ob den Salzburgern vielleicht nicht doch der Ausgleich gelingt. Scheiber. Einige Verwirrung in der Abwehr vor Franz Wohlfahrt und Aufregung natürlich bei Herbert Prohaska. In dem zerfahrenen Spiel liegen Sieg und Niederlage oder ein Ausgleichstor für die Wiener Austria sehr knapp beisammen. Letucher. Hasenhüttl allein und köpfelt genau auf die Brust von Torhüter Marcinko. Schauen wir uns das Ganze in Zeitlupe noch einmal an. Gute Flanke von Letucher. Marcinko hüpft auf Verdacht heraus und Hasenhüttl köpfelt ihn an. Wieder Hasenhüttl. Letocher wird hier gefault. Noch eine Freistoßmöglichkeit für Austria Wien. Am Ball wie immer Peter Stöger und Kapitän Czak. Guter Schuss und gut gehalten auch von Torhüter Marcinko. Und so begleitet die Angst vor dem Ausgleichstreffer die Wiener Austria bis in die Schlussminute. Hier noch einmal Eckball für Salzburg. Balzis. Die letzte Möglichkeit zum Ausgleich ist damit dahin. Mühsam gewinnt Austria Wien gegen Salzburg 1:0, bleibt aber damit im Titelrennen. Ja, der Austria fehlt sogar nur noch ein.